Manchester City steht in der Realität in der Vereinsgeschichte noch immer ohne einen einzigen Champions League-Titelgewinn da. Eine Übereinkunft, zumindest schriftlich, ja, vielleicht auch mündlich im Verbund, damit alles schon ein bisschen länger her, keine Ahnung, gibt es mittlerweile mit dem ehemaligen Stürmer vom BVB Erling Haaland. Und ich habe mich gefragt, warum nicht die Teams bearbeiten, indem wir einfach auf die Vereinstransfers gehen, dann natürlich hier den BVB auswählen, denn da war er ja jetzt in der vergangenen oder jetzt gerade frisch abgelaufenen Saison noch immer frisch unter Vertrag und auch mit einem 88er Manager-Rating der beste Spieler im Kader und dann einfach nach England gehen, in die Premier League und dann natürlich zu Manchester City, wo wir jetzt Erling Haaland mit reinpacken, um dann in einer ganz normalen Saison, in einer Sprint-to-Glory-ähnlichen Karriere zu beantworten, ob Manchester City denn zusammen mit Erling Haaland ohne weitere Transfers denn endlich den Champions-League-Fluch brechen könnte und damit natürlich dann die Champions League gewinnt. Das ist unser Ziel heute hier mit Manchester City, deshalb gehen wir direkt rein in die Karriere, werden dann natürlich als Trainer vorgestellt, das Ganze ist aber eher nebensächlich. Genauso wie auch das Vorbereitungsturnier, da nehmen wir einfach das mit dem meisten möglichen Preisgeld. Packen dann Erling Haaland in den Sturm und stellen unsere Bestbesetzung mit Bernardo Silva, Erling Haaland, Sterling in der Offensive auf. Dann haben wir dahinter ganz knapp Phil Foden, De Bruyne auf der 8, Rodri auf der 6. Dann haben wir Cancelo zusammen mit Laporte, Diaz, Walker und Ederson hinten drin. Es ist eine absolute Top-Mannschaft. Darüber brauchen wir nicht sprechen. Diese Mannschaft muss, ja, sie muss eigentlich die Champions League gewinnen. Wobei natürlich auch da die Konkurrenz nicht schläft. Es gibt so viele Top-Teams. City ist dieses Jahr an Real Madrid gescheitert und es soll einfach noch nicht funktionieren. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was meint ihr? Schafft City mit Erling Haaland hier diese Lücke zu stopfen und damit endlich die Champions League zu gewinnen? Ich bin extrem gespannt. Das auf jeden Fall ist unsere Mannschaft. Ja, wir sehen uns gleich dann auch bereits am 1. Januar. Wir werden vielleicht zwei Saisons durchsimulieren, um einfach mal zu schauen, wie sich die Mannschaft entwickelt und wie wir natürlich auch in der Champions League dastehen. Vorher aber gehen wir noch ganz kurz in die Werbung und direkt nach der Lootboy-Werbung sehen wir schon die Wintertransferphase. Natürlich auch mit dem Blick auf die Champions League. Dieses Video wird unterstützt durch meinen Partner Lootboy. Denn Lootboy hat passend zum Team of the Season de la Liga ein richtig geiles Pack für euch, in dem ihr nicht nur garantierte Footpoints gewinnen könnt, sondern auch ein unterschriebenes Trikot von Vinicius Junior. Alles, was ihr dafür machen müsst, kauft ein 10er Premium-Bundle der FF22 Points. Genau das habe ich gemacht. Und schon habt ihr auf jeden Fall später garantierte Footpoints und nehmt automatisch am Gewinnspiel teil und habt die Chance auf Spiele in der Vollversion. Wie dieses hier. Ihr seht es im Hintergrund und das Ganze an dem goldenen Rand um die Karte ist eine Vollversion für Steam. Und direkt im Anschluss habt ihr dann auf jeden Fall das Pack mit den garantierten Footpoints drin und es sind 500 Stück an der Zahl. Das Ganze geht raus an euch. Der erste Link in der Videobeschreibung, soweit auf jeden Fall mal dazu. Und wenn ihr jetzt Bock auf Lootboy habt, findet ihr den ersten Link in der Videobeschreibung kostenlos zum Download. Und Lootboy schenkt euch noch ein Lootboy Community Pack mit Lootcoins, Diamanten und vielem mehr. Das geht auch ganz einfach mit meinem Code Lechis, den ihr hier eingeblendet seht und auch nochmal in der Videobeschreibung findet. Viel Spaß mit Lootboy. Wobei vorher noch ganz kurz, wir gucken natürlich erstmal auf unsere Gegner in der Gruppenphase. Das ist zum einen Paris Saint-Germain, das ist Club Brügge und zu guter Letzt RB Leipzig. Eigentlich eine der wohl stärkeren Gruppen, gerade mit Paris und auch RB nicht zu unterschätzen, muss man erstmal durchkommen. Aber das sollten wir doch mit Manchester City locker schaffen. Das Manager-Rating spricht Bände. Ein 69er Manager-Rating zur Wintertransferphase. Wir haben 49 Punkte, stehen auf Platz 1, aber mir ist zwischenzeitlich schlecht geworden mit den Ergebnissen in der Champions League. Denn es gab zu Beginn eine Niederlage gegen Paris, auch gegen Brügge. Dann haben wir das Hinspiel gegen Leipzig gewonnen. Das Rückspiel auch, dafür aber wieder verloren gegen Paris und wieder verloren gegen Brügge. Ja, es ist hier noch schlimmer als eigentlich gedacht. Haaland sogar auf eine 92 hoch. Also ich sag euch ehrlich, so wie es ist, ich glaube mit einem Anfangskader wie den von Manchester City ist man normalerweise das beste Team in Europa. Vielleicht gleich auf dann hier mit Paris, wo wir ja gar nicht mehr weiter mit dabei sind. Wir spielen Europa League mit Manchester City. Das ist skandalös, ja. Wir werden da natürlich jetzt durchsimulieren, am Ende der Saison dann auch drauf schauen. Wir werden auf jeden Fall noch in eine zweite Spielzeit gehen, außer wir werden entlassen, dann wiederholen wir das Ganze. Aber trotzdem, das kann absolut so nicht weitergehen. Das ist ja eine Frechheit, was wir hier mit City spielen. Ich muss die Simulation jetzt dann auf jeden Fall abbrechen, denn wir stehen im Europa-League-Finale. Immerhin ein Finale. Das würde ja dieses Video irgendwie so ein bisschen besonders machen. Und ihr seht, trotz 2:0 Niederlage im Halbfinale-Rückspiel gegen Liverpool, das ist doch auch eine ganz komische Geschichte, geht es für uns hier in ein Finale. Wir gucken die ganzen Spiele auf jeden Fall direkt mal durch, wenn das Ganze denn funktioniert. Irgendwie will es nicht. Ein 62er Manager-Rating, ja, ist okay. Europa League, da gehen wir ganz kurz durch. Wir mussten in die Vorrunde 6:4 gegen Prager gewonnen. Dann haben wir 2:0 gegen Mütterland gewonnen. Im Viertelfinale ein 6 zu
4 über West Ham. Im Halbfinale dann ein 5:3 über Liverpool, was bedeutet, wir haben das Hinspiel 5:1 gewonnen. Und jetzt wartet dann auf jeden Fall die Werkself. Wir gucken auf die Conference League, da im Finale Tottenham gegen Gent. Und in der Champions League haben wir entweder Bayern oder den FC Barcelona. Carabao Cup, keine Ahnung, ob wir da weit mitgekommen sind. Ich sag's euch ehrlich, was wir dieses Jahr gespielt haben, war eine Katastrophe. Runde 3 aus gegen Burnley. Und im FA Cup gucken wir auch ganz kurz rein. Da waren wir im Halbfinale. Immerhin da gegen Liverpool. Community Shield auch verloren gegen Leicester. Und die Premier League müssen wir auch hergeben. Sind wir auch nur Zweiter. Also es ist unterm Strich eine absolute Katastrophe. Jetzt gibt es da vielleicht ja die Möglichkeit zur Wiedergutmachung in der Johann Cruyff Arena. Gegen Leverkusen sind wir haushoher Favorit. Das heißt aber gar nichts. Wir gewinnen trotzdem mit 2-0. Haaland ist maßgeblich dran beteiligt, zusammen mit Kevin De Bruyne. Es heißt also 2-0. Und das ist auch das passende Stichwort. Denn mit diesem Europa-League-Sieg gehen wir in die zweite Spielzeit. Und jetzt muss es die Champions League werden. Diesmal sind die Gegner anders und speziell. Es ist Atletico Madrid. Es ist irgend so ein Abbruchteam. Und dann haben wir hier noch Red Bull Salzburg. Es ist doch eine Frechheit. FIFA, EA, wir haben ein offiziell lizenziertes Spiel und ihr habt Grimsby Town? Hä? Was ist das denn? Grimsby Town, die spielen auch in England irgendwo. Dritte, vierte Liga, was macht ihr denn hier? Vor allem ohne Logo. Das ist doch ein Skandal. Das kann ich doch wirklich keinem erzählen, dass das hier ein offizielles Spiel sein soll. Wir sind aber diesmal deutlich besser in die Saison reingestartet, haben das Supercup-Finale gegen Bayern gewonnen. Leider hier Community Shield gegen Liverpool hergegeben, aber trotzdem, das ist doch schon mal ein Anfang. Das ist unsere Mannschaft weiterhin unverändert mit komplett dieser Startelf. Und am 1. Januar wäre es wirklich alles andere als ja normal, wenn wir rausgehen würden. Ich sage euch ehrlich, so wie es ist, das wäre ein Skandal. Wenn wir wieder rausfliegen, dann mache ich nie mehr was mit Manchester City. Jetzt gibt es auf jeden Fall die Offenbarung und wir haben unseren Gegner mit dem FC Porto. Wir gucken aber trotzdem im Kalender natürlich zurück auf den September. Auftakt Niederlage, wieder mal gegen Atletico, dann gegen Grimsby 3-0, gewonnen auch gegen Salzburg in Hin- und Rückspiel. Diesmal dann auch Atletico geschlagen und gegen Grimsby auch ein 3-0. Könnte auch fast so sein, als würde jedes Spiel 3-0 ausgegangen sein. Das sehen wir jetzt gleich, wenn wir auf den Kalender schauen. Ha ja, klar. Haben 6 Spiele und keines dieser Spiele konnten sie antreten. Also 6 Niederlagen, 0:18 Tore bedeutet, jedes Spiel wurde 3:0 für die Gegner gewertet. Also ich sag euch ehrlich, so wie es ist, das ist doch ein Skandal. Das kann man doch wirklich keinem erzählen, dass sowas hier passiert in diesem Spiel. Naja, rege ich mich nicht weiter drüber auf, denn jetzt heißt es, wir haben Grund zur Freude, Grund zur Feier, denn wir stehen im Champions League Achtelfinale. Wer hätte das gedacht? Ab geht's nach Porto, Estadio do Dragão, und wir sind der haushohe Favorit, aber Sterling und Rodri, beide verletzungsbedingt nicht mit dabei. Das läuft vielleicht nicht ganz so gut, aber trotzdem, wir haben einen so breiten Kader, dass wir das Spiel gewinnen müssen. Medi, Bernardo Silva, dann verschießt Martinez einen Elfmeter und De Bruyne mit dem Siegtreffer. Gute Ausgangslage fürs Etihad. Die K.O.-Phase ist ja schon beinahe Neuland für uns, zumindest in der Königsklasse. Rein ins Rückspiel. Ohne Rodri, ohne Sterling, die fehlen noch immer verletzungsbedingt. Wir wollen aber einfach nur weiterkommen. Und das gelingt uns auch. Haaland, Martinez und dann war die Hoffnung für Porto noch da. Dann aber De Bruyne mit einem Doppelpack, der tatsächlich jetzt schon über sich hinauswächst und irgendwie so ein ganz wichtiger Pfeiler für uns wird. Der Gegner kommt uns doch bekannt vor. Es ist Bayer 04 Leverkusen, die Wiederauflage vom letztjährigen Europa-League-Finale. Jetzt also im Champions-League-Viertelfinale, die Werkself zu Gast bei uns. Es gibt wieder mal einen Erfolg für uns, wieder, weil De Bruyne halt spielt. Der mit dem 1-0, dann Guiri mit dem Ausgleich und wieder ist es Kevin De Bruyne hier. Der Mann ist einfach der einzige Unterschiedsspieler aktuell, zumindest so nach dem Gefühl. Jetzt geht's in die Bayer Arena und für Leverkusen heißt es, man muss mindestens gewinnen. Sterling noch immer angeschlagen, darf aber spielen, dafür Ruben Dias aufgrund zu vieler gelben Karten nicht mit dabei. Und das war eng. Diaby, dann haben wir Sterling, dann haben wir Haaland. Gut, dann war es eigentlich klar. Martinelli in der 90. Und es hätte noch ein weiteres Tor für die Verlängerung gefehlt. Aber souverän geht anders. Ist aber völlig egal, denn wir gehören jetzt im Halbfinale zu den 4 besten Teams im europäischen Topfußball. Das erste deutsche Team ausgeschalten. Das zweite wartet mit dem BVB und damit das ehemalige von Erling Haaland. Wir sehen, Sterling ist wieder jetzt bei 100%. Rodri noch immer nicht. Dementsprechend ist da Ilkay Gündoğan. Auch für ihn der ehemalige Club. Es gibt nur ein 2-2. Dortmund hält sich gut. Bellingham, Foden, Sosa, Sterling, wir sind immer wieder zurückgekommen und müssen zu Hause jetzt gegen Dortmund gewinnen. Denn wir wollen natürlich ins Finale. Das steht außer Frage jetzt. Ohne Haaland, der fehlt verletzt. Silva fehlt rot gesperrt. Es ist vogelwild bei uns. Und trotzdem sind wir, denke ich, die bessere Mannschaft. Und ja, wir sind sie auch. Wenn auch nur mit minimalen Vorteilen. Brand mit der Führung. Mahrez, Dias und auch Foden stellen dann schnell auf 3-1. De Bruyne verschießt die Möglichkeit aufs Vierte. Reus bringt in der 78. mit dem 3-2 nochmal Feuer
Feuer und Hoffnung rein, aber dann passiert nichts mehr. Und nach dem Europa-League-Sieg in der Vorsaison haben wir es jetzt geschafft, tatsächlich im Champions-League-Finale zu stehen. Und dort wartet jetzt der AC Milan. Das Hinspiel haben sie zu Hause im San Siro 1-0 gegen Barca verloren und dann zu Hause, im Camp Nou war es dann ein 4-0. Das ist schon wirklich brutal. Die Premier League werden wir leider auch wieder nicht gewinnen. Dafür aber stehen wir hier gegen Brighton Hove Albion in einem Pokalfinale. Wir schlagen Aston Villa, wir schlagen genauso hier Burnley und dann verlieren wir gegen Brighton. Jetzt warten die Spurs und das gibt ein 2-2. Zu guter Letzt dann noch die Wolves und dann gucken wir natürlich hier nach dieser Niederlage und somit keiner guten Vorbereitung auf den Werdegang von Inter. Wie komme ich denn auf Inter? Von AC natürlich. Bei denen hat es im Achtelfinale angefangen mit dem ersten Spiel und dem ersten Gegner Real Madrid. Dann gewonnen gegen Juve und im Halbfinale Barca. Wow, okay, krasser Weg. Europa-League-Finale heißt Bayern gewinnt damit 3-0. Die haben ja letztes Jahr die Champions League gewonnen. Sonst hätten wir den UEFA Supercup ja nicht gegen den deutschen Rekordmeister gespielt. Also vielleicht so ein Stück weit Rollentausch hier ganz oben. United schlägt die Young Boys und wir waren im Carabao Cup. Das Finale war dann wohl im FA Cup. Hier war Frühendstation wieder hier gegen Rochdale. Ach du Heilige, ich darf es gar nicht aussprechen. Und im FA Cup geht das Ganze an Brighton Hove Albion. Glückwunsch natürlich, Community Shield haben wir gesehen, geht an Liverpool. Die Premier League geht an Liverpool. Ja, also unterm Strich ist es trotzdem irgendwie enttäuschend. Und als wäre es vorprogrammiert in dieser Folge, fehlt leider Ilkay Gündoğan ja jetzt zum einen in der Startelf, weil wir natürlich hier natürlich auch wieder mit Rodri gehen. Und es fehlt vorne drin Erling Haaland. Es ist ja sowas von bitter. Also da fehlen mir die Worte. Ich bin ehrlich, wir ziehen Bernardo Silva ein bisschen zurück und packen dann hier Grealish auf die Neuen, ja, also falsche Neuen und dann sollte das einigermaßen passen. Dann ist das unsere Mannschaft, wobei wir hätten natürlich auch noch Gabriel Jesus, ja, ohne Haaland. Aber gut, trotzdem war er ein Teil davon natürlich und deshalb ist es trotzdem so. Mit Erling Haaland Champions League Sieger, in dem Fall jetzt leider personell ohne ihn, aber trotzdem wollen wir es natürlich jetzt möglich machen. Gegen den AC Milan im Estadio Metropolitano mit Núñez, Hauge, Brahim Diaz, dann haben wir Salamaikas, Bennacer, Tonali, Acuña, Tomori, Kier, Pereira und Manja. Eine überraschende Mannschaft. Oh nee, und auf Legende möchte ich auf keinen Fall spielen. Da gehen wir natürlich nach oben. Gespielt wird selbstverständlich auf Ultimativ. Genau das ist jetzt dann auch eingestellt. Und dann sind wir bereit. Ab geht's in die Heimspielstätte von Atletico Madrid. Und somit sind wir angekommen. David Núñez hat den Ball am Anstoß. Spielt zurück. Und Atletico Madrid ist heute nicht in einem Finale, muss aber ihr Stadion stellen. Manchester City trifft auf den AC Milan. Ich freue mich auf dieses Spiel. Und natürlich wollen wir es jetzt dann auch schaffen, im zweiten Anlauf die Königsklasse zu gewinnen. Nachdem wir uns ja letztes Jahr mit dem kleineren Pokal der Europa League zufrieden geben mussten, aber auch der ist nicht ganz ohne Bedeutung und irgendwie ist es dann doch auch was Spezielles jetzt hier in dieser STG und die SGE hat ja in der Realität die Europa League gewonnen, das können wir passend nutzen, die Glückwünsche hier auch nochmal nach Frankfurt, wenn es auch schon einige Tage her ist, bis dieses Video online kommt, ihr habt euch sowas von verdient und jetzt wollen wir die Champions League mit City und deshalb konzentrieren wir uns und ihr seht die ganzen Highlights selbstverständlich. Die erste Möglichkeit, Bernardo Silva, Mann, ja, aber rührt sich gar nicht mit den Händen, weil er wahrscheinlich locker gesehen hat, dass der Ball drüber geht. 15. Minute, der erste Ansatz, wir machen es ganz gut, aber trotzdem ist es ungewohnt ohne so einen typischen Stoßstürmer wie Erling Haaland, der ja eigentlich natürlich auch in der Realität bei den Citizens fehlt und vielleicht kann natürlich Haaland, nicht nur vielleicht, sondern er wird mit Sicherheit diese Lücke perfekt stopfen können. Davon gehe ich aus. Jetzt haben wir hier Kevin De Bruyne, der probiert es als nächstes. Und dann ist der Ball nochmal bei uns und dann machen wir es zu kompliziert. Und Atletico, ich sag immer Atletico, was ist denn los mit mir? Milan kann den Ball jetzt klären. Jetzt ein Fehler und die nächste Chance und da fehlt wieder nicht viel. Jack Grealish scheitert. Wir sind sowas von gut im Spiel und müssen uns eigentlich nur noch dafür belohnen. Und jetzt ist er drin, Bernardo Silva. 29. Minute, Milan ist sowas von schwach. In dieser Partie wundert mich und irgendwo frage ich mich auch, wie können die 4 Tore im Camp Nou schießen? Die sind hinten absolute Katastrophe und nach vorne haben sie noch gar nichts gemacht. Und wir machen jetzt auch nicht das beste Spiel, aber machen es okay, ja, und drücken die komplett in die eigene Hälfte und das merken die, ja. Guckt euch das an, wir holen als nächstes direkt mal wieder den Ball. Also es ist unglaublich, die machen es uns ja so leicht in diesem Spiel. Ich kann euch gar nicht wirklich beschreiben, wie sich das hier anfühlt in diesem Spiel, weil irgendwie ist es einfach komisch, die nächste Flanke. Sie sind komplett überfordert. Und jetzt auch noch so einen Bock, den wir eigentlich ausnutzen müssen und dann ist er abgefälscht und dann lebt die Chance noch immer. Also Salamaikas, im eigenen 16er fängt er da das Dribbeln an. Das darf man und kann man keinem erzählen. Die Bälle kommen immer wieder straight direkt in die Offensive und auch immer wieder straight zurück, wenn sie denn mal von Milan ein bisschen geklärt werden können. Nun
Yes, und dann rettet die Latte. Was für ein Strahl vom Portugiese. Das sind sie mal in aussichtsreicher Position, wo ich eigentlich noch gewartet habe. Der ist ja ganz alleine. Was will er denn machen mit der Kugel? Was will er machen? Haut der da einen Strahl raus und das ist kracht. Und dass die Latte hier aber volles Rohr am Wackeln ist. Und ich meine natürlich die Torlatte, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Aber trotzdem, das war die große Chance, zurückzukommen in dieses Spiel. Wieder sind wir vorne, Phil Foden. Und ich glaube, es war Tomori, der dann da dazwischen geht. Jetzt ist es hier Auge, der mit nach draußen muss. Aber Bernardo Silva lässt den einfach stehen. Und dann ist es so gut gespielt. Und Manja rettet im allerletzten Moment. Langer Ball auf Grealish, mittlerweile in Halbzeit 2. Fühlt sich keiner wirklich zuständig. Grealish 2-0, 50. Minute. Und das könnte mittlerweile schon die Vorentscheidung sein. Überragend gemacht von Grealish, aka Tauboga, der das Ding hier runterpflückt nach einem schönen langen Ball in die Spitze. Gespielt von Bernardo Silva. Und dann ist es halt ganz schwach verteidigt. Und dann bam! 16 Meter Torentfernung, keine Chance für Manja. Das Ding schlägt hinten ein und damit ist es jetzt eine komfortable Führung in der Höhe, auch absolut verdient. Denn wie ich es vorhin bereits angesprochen habe, von Milan kommt gar nichts und es kam auch weiter nichts. Es ist wirklich ganz, ganz schwach von denen. Jetzt vielleicht die letzte Hoffnung und dann ist es der Anschluss. Aus dem Nichts, 57. Minute, das ist Hauge, der vorne durchkommt, weil wir ganz schlechtes Stellungsspiel hier mit Kyle Walker hatten, der dann auch nicht mehr hinterherkommt. Und wenn nicht der hinterherkommt, dann keiner und dann uneigensinnig in die Mitte und da steht Darwin Nunez, der hatte vorhin die bis dato erste Großchance. Und jetzt ist er drin. Und dann steht es 2-1. Vielleicht auch, weil wir es auf die zu leichte Schulter genommen haben. Lange Durststrecke. Jetzt hat Tonali die Möglichkeit, über die Mauer nochmal gefährlich zu werden. Und das ist ein überragender Freistoß. Und nochmal der Nachschuss, weil wir es nicht geschafft bekommen, das Ding zu klären. Und hinten raus haben wir dann doch Glück, weil wir nicht mehr ins Spiel finden, seitdem wir diesen Anschlusstreffer kassiert haben. Jetzt aber nochmal hier schön von Ederson auf Phil Foden, der die Kugel da mehr oder weniger gut festmachen kann. Dann die Verlagerung für Raheem Sterling und er probiert es mit links, fehlt nicht viel, es ist aber die 88. Minute. Gündogan kommt jetzt noch ins Spiel für Rodrigo, beziehungsweise für Rodri natürlich, wie er umgangssprachlich hier genannt wird. Die 88. Wir bleiben ganz kurz mit dabei, denn es könnte trotzdem reichen. Stark angefangen, aber leider dann auch stark nachgelassen. Und wenn der Ball von Sandro Tonali reingeht, steht es 2-2, aber da steht es jetzt auch. 90. Minute, David Nunez und plötzlich ist Milan zurück in diesem Spiel. Vielleicht aber direkt nochmal im Gegenzug die letzte Chance in dieser Partie. Das ist Grealish, das hier ist De Bruyne und das hätte es sein können. Aber jetzt ist es nichts mehr. Es geht in die Verlängerung. Ist es abseits von Alvarez? Ist es nicht. Und dann ist es hier. Auch das erste Mal Aluminium für uns. Der Argentinier eingewechselt worden. Wir haben jetzt ganz oft gewechselt. Und das gibt vielleicht nochmal die nächste Chance. Das hier ist Gabriel Jesus. Der tankt sich nochmal durch und dann in den Rückraum. Der Ball kommt aber nicht an. Ist er beim Verteidiger und dann auch wieder bei Manja. Es ist jetzt ein absoluter Showdown, wo wir jetzt vorne wieder ein bisschen mehr machen müssen. Denn das Elfmeterschießen, das ist unberechenbar. Wir wissen alle, dass da alles passieren kann. Die vielleicht letzte Chance, das ist Riyad Mahrez. Und das ist es, 119. Minute. Riyad Mahrez und alle sind jetzt da. Die Jubelszene natürlich grenzenlos, weil man hier ganz, ganz spät in der 119. Minute zum erfolgreichen 3-2 und damit hoffentlich jetzt nicht nur zum Führungs-, sondern auch zum Siegtreffer kommt. Das ist schön und geduldig gespielt. Alvarez raus auf Sterling und dann kommt der Ball per Lupfer. Annahme, Abschluss, Tor. So schnell geht's. Das sieht überragend aus. Das ist Qualität. Und das könnte der Knockout sein für den AC Milan, die jetzt nochmal Anstoß haben und natürlich nochmal was nach vorne probieren wollen. Aber die Zeit läuft ihnen davon. Nur eine Minute angezeigte Nachspielzeit, die jetzt dann vorbei ist. Der Schiedsrichter pfeift ab. City 3, Milan 2. Und nach 121 Minuten ist es offiziell. Das erste Mal in den Geschichtsbüchern. Manchester City wird Champions League-Sieger. Hier kommt Ederson und dann sehen wir vielleicht auch gleich den Henkelpott. Genau da sehen wir ihn mit den hellblauen und weißen Bändchen an der Seite. Ruben Dias ist Kapitän. Der Portugiese auch natürlich ganz, ganz wichtig hinten drin als Säule in der Innenverteidigung. Der Henkelpott ist da bei City, jetzt dann natürlich auch im Clubhaus und damit offiziell das erste Mal Champions League-Sieger Manchester City hier bei uns in-game in der Saison 22-23. Der absolute Wahnsinn und damit ist diese geile, aber auch kurze Sprint to Glory jetzt zu Ende, die euch hoffentlich trotzdem gefallen hat. Wenn ja, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da, schreibt einen Kommentar und abonniert gerne kostenlos, um nichts mehr zu verpassen. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit. Danke auch, dass ihr bis zum Ende geschaut habt. Haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.